Moin und herzlich willkommen zu Tinys Bastelbude. Heute mal ein kleiner Exkurs in die Magazinwelt. Aus dem Grund, weil ich im Moment keine Lust habe auf das Bisum-Programm, Projekt. Ich habe schon komplett abgedreht, bis auf den Schusstest. Doch leider habe ich nicht so viel wirklich Zeit zum Schneiden und zum Bearbeiten und auch wirklich nicht die Lust. Es kommt auf jeden Fall diese Woche noch ein Video dazu, aber zuerst kommt das. Ich habe wieder Lust zu basteln. Und zwar geht es darum, solche Magazine hier von der AK 47 oder solche Magazine von der AK 74 oder solche Magazine von der vom RPK zu solchen zu verwandeln, zu den Blackit Optik. So, dazu, also das war vorher das Magazin. So, man kann es jetzt erkennen, die Struktur von Balakit. Die ist hier eher mehr getupft als gezogen. Es gibt Magazine zum, bei den Originalen, die sehen getupft aus, weil da ein bisschen mehr Verwirbelung beim Pressen waren. Und es gibt welche mit lang gezogenen Linien. Je nachdem, wie man es macht, man sollte es nicht gleich machen, weil Balakit ist niemals von der Musterung gleich. So, gleichermaßen sind die Magazine, die dann aus der Fabrik kommen, ungefähr in diesem Farbton. Also etwas dunkler als dieses Orange hier. Die werden aber spätestens nach ein paar Jahren so dunkel, weil Balakit immer nachdunkelt. Balakit kennt man auch von, wahrscheinlich kennt ihr das auch von zu Hause. Es gibt so alte Häuser, die haben solche Drehschalter, so schwarze. Das ist auch Balakit. Oder die ganz alten Runden mit ganz kleinen Schalter, das ist auch Balakit. Und die alten Telefone mit der Wählscheibe, das ist auch Balakit-Kunststoff. Das ist einer der ersten Kunststoffe, die für sowas genommen wurden. Der Kunststoff an sich ist sehr brüchig und porös, was eigentlich kontraproduktiv für Magazine ist, aber es hat funktioniert. Man sieht es ja bei den Russen, die kommen damit wunderbar zurecht. Ja, das ist so viel zu sagen. Also ich finde diese Optik einfach nur grandios. Besser so eine schöne Balakit-Optik als so ein hässliches Teil in seine Acker zu stecken. Das sieht auch nicht so originalgetreu aus. Da finde ich diese Option hier cooler. Das geht super schnell. Man braucht kaum was vorarbeiten. Und man braucht sehr wenig Sachen. Vielleicht insgesamt für 15 Euro für ein ganzes Magazinset. Für 20 Magazine braucht man vielleicht 15 bis 20 Euro. Das ist echt günstig und es dauert nicht lange. So, nachdem man quasi die Magazine sich vorbereitet hat und ausgesucht hat oder gekauft hat, kauft man sich entweder gleich solche Orangenen oder Braunen. Bei den Dunkelbraunen bin ich mir noch nicht sicher, ob das klappt. Das muss ich noch ausprobieren. Das wäre das erste Mal, ich das ausprobiere bei diesen Magazinen. Das sind die von E&L. Ja, bei denen wird es auf jeden Fall klappen. Wenn das nicht klappen sollte, weil ihr schwarze Magazine habt, dann müsst ihr sie einfach färben. Das geht ganz einfach. Ihr nehmt euch ein 600er oder 800er. Besser 800er Schleifpapier, Nachschleifer, dann baut ihr zuerst das Magazin auseinander, dann schleift ihr alles komplett an. Dann nehmt ihr eine Plastikgrundierung, so ein Plastik-Haftvermittler. Dann spült ihr das einmal mit einer Lage ein, also die sollte nicht so dick sein, weil der Plastik, die Plastikgrundierung neigt dazu, sehr, sehr schnell Läufer zu ziehen und das sieht dann doof aus. So, dann nehmt ihr aber, bevor ihr das lackiert, nehmt ihr euch Bremsreiniger, geht das mit dem Bremsreiniger drüber, dann kommt die Plastikgrundierung drauf, dann wartet ihr, bis die Plastikgrundierung trocken ist und dann fängt ihr an mit orangenem Dosenlack. Ihr könnt auch jeden anderen Lack nehmen, also Dosenlack nehmt ihr dafür, nehme ich zum Beispiel dafür und dann einfach erst ganz fein annebeln, damit man nicht sofort Läufer bekommt. Dann eine deckende Schicht und noch eine deckende Schicht. So, das ist dann, dann sind die orange. Und dann kommt der nächste Schritt. Und dann zeige ich euch gleich. So, weil das will ich gleich für euch machen. Was ihr dafür braucht, sind natürlich Magazine. Ich habe hier
ein paar mehr. Und das sind noch nicht alle. Also wird es bei mir ein bisschen mehr Arbeit als bei manchen anderen, die da zum Beispiel nur 5 oder 6 Magazine haben. Ich habe noch einen ganzen Schwung in der Werkstatt. So, was braucht ihr dafür? Ihr braucht eine Holzlasur. So sieht das aus. Das ist die Innenlasur von Obi. Eigenmarke, so eine Dose kostet um die 10 Euro. Ihr könnt auch jede andere Marke nehmen. Also für mich war nun wichtig, dass sie auf Wasserbasis ist. Weil damit, dann kann ich damit zu Hause, wie jetzt hier zum Beispiel, ich nehme jetzt in der Küche aufnehmen. Und es stinkt nicht die ganze Bude danach. Das ist ganz cool. Ich habe hier einen Nussbaum Dunkel. Es gehen alle dunklen Holzarten, wie Eiche Dunkel und so weiter und so fort. Das kann ich euch empfehlen. Die ist gut. Wie man hier sieht. Das habe ich mit der schon gemacht. So. Dann braucht ihr ein Seidenmattenlack. Aus dem Grund ein Seidenmatter statt ein Komplettmatter, weil Malachit glänzt ein wenig. Ich wollte aber nicht so unbedingt hochglänzendes haben, sondern eher so seidenglänzend wie das hier, damit das nicht so heftig reflektiert. Deswegen Ludwiglacke kann ich empfehlen, ist cool. Es sind auch Kosten nicht viel. Ich glaube, ich habe für diese Dose 3 Euro bezahlt. Ich habe sie im 6er Paket gekauft. Da habe ich 3 Euro für bezahlt. Klasse Teil. So. Bei den Klarlack ist noch zu beachten, dass das ein Acrylklarlack ist. Weil das auf Wasserbasis und wenn dann ein Epoxidharz basierter Klarlack drauf kommt, dann zieht es, kräuselt sich das und es bleibt nicht drauf, sondern könnt ihr gleich von vorne anfangen und alles abschleifen. Also unbedingt bei so wasserbasierten Sachen immer ein Acrylklarlack drauf. So, wenn ihr zum Beispiel keine Kratzer haben wollt, was ich hier bevorzuge, weil nach einer Zeit bekommt das einen coolen Use-Look. Ich stehe auf Use-Look. Macht ihr bitte ein 2K-Klarlack drauf. Ein 2K-Seidenmatten-Klarlack, der hält Ewigkeiten. Ist verwendet bei Autos, der ist High Solid, heißt das, HS. Da bekommt man sehr schwer Kratzer rein. Das ist sowas, wie bei Autolacken verwendet wird. Ich kann euch da die Marke MIPA und Twister Colors empfehlen. Die sind richtig, richtig gut. Da ziehe ich persönlich sonst meine Lacke auch für meine Motorräder. Aber für meine Bedürfnisse reicht das hier vollkommen aus. Günstig und gut. Ich kann euch von Action zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Action bei euch in der Ort habt, die haben auch den Klarlack, die haben auch Plastikvermittler, die Dinger kosten um die 3 Euro. Ist echt klasse. Einfach da holen, verwenden. Funktioniert. So, das war jetzt das mit dem Lack. Dann braucht ihr unbedingt Bremsenreiniger. Braucht ihr nicht unbedingt, aber ihr könnt Bremsenreiniger nehmen oder Silikonentferner, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Ihr könnt auch mit einer Universalverdünnung arbeiten. Ihr könnt aber auch ganz einfach heißes Wasser mit Spüli nehmen. Dann müsst ihr nämlich damit die Dinger entfetten. Weil man fest ist an, da ist überall Fett drauf, dann hält das Ganze nicht. So. Das ist die eine Sache, das müsst ihr unbedingt machen. Also braucht ihr Bremsenreiniger oder irgendeinen Reiniger, der das entfettet. Ihr könnt es auch mit Alkohol machen oder mit Reinigungsbenzin, geht auch. Dann, je nachdem, was für einen breiten Pinselstrich ihr haben wollt und was für Linien ihr haben wollt, braucht ihr Pinsel. Den hier zum Beispiel oder den hier, die sind jetzt vom Parkside, die waren im Angebot bei Lidl, habe ich mir gleich einen ganzen Schwung gekauft. Hier sind 50, 30 mm, ihr könnt auch kleinere nehmen. Dann habe ich mir ebenfalls bei Action welche Pinsel geholt. Für meinen Bakalit habe ich den hier benutzt. Ich weiß gar nicht, was für eine Dicke das ist. Kaliber 10 mm, glaube ich. Ja, 10 mm, das ist zum Tupfen ganz gut. Und dann habe ich mir noch die hier geholt. Mal gucken, was wir machen. So, das war's eigentlich schon, was ihr braucht. Mehr braucht ihr nicht. Ja, dann fangen wir mal an, die Dinger eben auseinander zu bauen. Ich nehme jetzt mal ein RPK-Magazin, ein AK-Magazin und ein dunkles E&L-Magazin. Die drei machen wir fertig und dann sehen wir uns gleich beim Auseinanderbau. So, für den Auseinanderbau braucht ihr einen Sprinttreiber oder ihr nehmt einen kleinen Insektenschaumdreher.
Ich habe jetzt keinen Austreiber hier in der Größe, deswegen habe ich jetzt so eingenommen. Und zwar bei den E&L-Magazinen ist das so, ihr nehmt das hier vorne bei den Einrastpositionen im Magazinhalter einfach reindrücken, so nicht komplett durchdrücken, sonst habt ihr das doch nicht mehr. Dann nehmt ihr euch den Sicherheitssplint und packt den zur Seite. So, ich packe den da mal rein. Und dann könnt ihr das Magazin so nach oben wegziehen. Na komm, das ist aber ganz schön passend jetzt. Zack, dann habt ihr das Magazininnere hier. Das legt ihr euch zur Seite. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr verschiedene Marken habt, dass die Marke zu dem Magazin, das hier war, passend ist. Sonst kann es sein, dass sie nicht fieden hinterher. Einfach zur Seite packen. So, dann nehmt ihr euch hinten die Verblendung ab. Dann zieht ihr es einfach ab. Und dann habt ihr das Plastik so hier in der Hand. Bei dem Magazin, das ist ein Zimmermagazin oder Bettdecks. Zimmer oder Bettlex? Eigentlich ist das das gleiche. So, reindrücken. Na, komm, Mäuschen. So, dann zieht ihr das einmal raus. Okay, ich hätte es falsch schon machen sollen. Jetzt ist es ein bisschen blöd, weil hier diese Widerhaken sind. So, zack. Dann könnt ihr wieder hier anhaken, rausziehen, einmal lösen. So. Da habt ihr jetzt die Höhe und jetzt kommen wir zum RPK-Magazin. Das ist jetzt ein High Cap. Ja, ist egal, ich wollte es einfach zum Vorführen zeigen. Dafür benutze ich kein High Cap für das RPK. Ich habe nur 5er RPK. Dazu benutze ich ein Drum Mag aus Metall. Ist auch ganz schön. So. So, jetzt kann man das nur rausziehen. Bei den High Caps funktioniert das, weil die keinen Widerstand hier haben. So. Hier oben sind noch die zwei Splinte, die man rausziehen kann. Ah, falsch und so. Machen wir mal so von der Seite. Auch nicht. Okay, dann müssen wir klopfen. Aber ich bin vorbereitet. So, dann nehmen wir uns einmal was zum Drunterlegen. Ach, nehmen wir einfach den Lack hier, legen sie drauf. Aber kurz ansetzen. Zack. Zack. Dann nehmt euch einen Gummihammer, sonst macht ihr euch alles kaputt. Und vielleicht nicht die besten Schraubendreher nehmen. Mach's jetzt einfach so mal. Aber ansonsten, wenn ihr einen Schraubendreher nehmt, dann nicht die erste Wahl direkt. So, dann nehme ich das hier mit der Zange, weil ich das anders nicht rauskriege. Zack. Zack. Und jetzt könnt ihr das nach oben wegziehen, das High Cap. So sieht das Ganze aus. Ja, High Cap Magazin von innen, da passen ungefähr 850 Bibis rein. Ja, wer es braucht, bei mir liegt es nur rum. Ich mache es jetzt einfach nur zum Ansicht. So, zur Seite packen. Und jetzt haben wir die drei Sachen vor uns liegen. So. Ach ja, nicht zu vergessen, Zebra braucht ihr auch. So. Dann mache ich Folgendes: Schüttel ich die Dose. So, jetzt braucht ihr noch Handschuhe, Einweghandschuhe. Genau, Mehrweghandschuhe nehmen, ist mir egal. So, die ziehe ich mir an, weil Bremsreiniger und alle Fettlöser das Fett an den Händen lösen und somit auch die Haut kaputt machen. Sollte man immer verwenden, wenn man mit sowas arbeitet. Auch mit Waschbenzin etc. pp. So, wenn ich mir jetzt so eine doppelte Lage Zebra, die mache ich wirklich mit so einem Draht, mache da jetzt Bremsenreiniger drauf. Das mache ich jetzt, weil keiner zu Hause ist. Ich muss schnell ein Fenster aufmachen, sonst gibt es gleich Ärger mit der Frau. Wobei das stinkt nicht so sehr, sondern einfach komplett in jeder Rille einmal entfetten und reinigen. Ihr braucht die Dinger nicht anschleifen. Könnt ihr aber, müsst ihr nicht, weil die schon so eine matte Oberfläche haben. Und da haftet das. Ich habe schon ausprobiert, glaubt mir. So. Bei so glatten wie bei richtig glatten Magazinen würde ich auf jeden Fall anschleifen mit dem 600er Schleifpapier. R800, R800 ist besser. Schön nass schleifen.
Und dann passt das. So, das kann dann einmal komplett entfettet werden. So, zack, zur Seite damit. Und jetzt das letzte Magazin, was ich für euch machen werde, ist das hier. Das muss auch komplett entfettet werden. So, das Ganze muss jetzt abdampfen. So, 5 Minuten. So, nach dem Abdampfen legt man sich jetzt mal eins zur Seite. Wir nehmen jetzt mal das große hier und nehmen uns einen etwas größeren Pinsel. Also wichtig ist, dass es nicht einheitlich aussieht, weil Balakiza nie einheitlich aus. Deswegen solltet ihr das immer ein bisschen unterschiedlich machen. So, ich habe das jetzt gerade geschüttelt für circa 1 bis 2 Minuten. Und vielleicht könnt ihr auch umrühren, wie gleich das schütteln. So, zack. Da ist der Deckel, Pinsel. Und ich mache das jetzt mal im Deckel immer. So, dann trage ich das jetzt mal komplett auf. So. Wie gesagt, ihr müsst unbedingt das Orange grundieren. So. Den ganzen Mist hier auftragen. So. Welche Richtung ist jetzt mal egal. Zack. So, dann ist es erstmal aufgetragen, dann nehmt ihr euch den Pinsel und streicht das so ein bisschen aus. Rillen sind hier auf jeden Fall gewünscht. Es soll rillig aussehen. Deswegen macht man das ja auch mit dem Pinsel. So, das ist erstmal gut so für die erste Lage. Dann machen wir hinten weiter. So, und immer ein bisschen mit nachnehmen. Wie gesagt, für die erste Lage ist das egal, wie es wirklich aussieht, es muss erstmal ein bisschen Struktur reinkommen und ein bisschen alles bedeckt werden. So, ich mache das jetzt auch so, dass es nicht zu viele Stellen auf einmal sind. Also ihr könnt da ruhig ein bisschen komische Rillen reinmachen. Es muss nicht einheitlich aussehen. So. Zack, er soll wild durcheinander aussehen. So, ich stecke dann immer meine 2 Finger hier rein ins Magazin, dann kann ich es wenden. Der Vorteil bei den kleinen Magazinen ist, dass die von alleine stehen später beim Trocknen. Der Nachteil von den langen Magazinen ist, dass man da etwas abstützen muss von den LPK-Magazinen. So, machen wir ein bisschen hier drauf. So. Drauf das Ganze und jetzt halt wieder ein bisschen ausstreichen den ganzen Mist. Da ist noch ein bisschen zu wenig. Übrigens werdet ihr 3 bis 4, je nach gewünschten Dunkelheitsgrad, 3 bis 4 Durchgänge haben wollen. Das fertige von mir hatte 3 Durchgänge gehabt, deswegen ist es auch so schön dunkel. Ich werde es auch dunkel halten, schön dunkelblau, braun, und so werden die Magazine hier auch aussehen. Ganz viele machen es halt hell, das könnt ihr auch machen, also um 1-2 Schichten vielleicht, weil es gab die auch in hellen, wie gesagt, die aus der Fabrik kamen, die Magazine hell raus, die, bei der Witterung sind die dann abgedunkelt, das ist bei Balakid normal, deswegen wird das Balakid zum Beispiel bei weißen Steckern schnell gelb bis braun. Und deswegen wurde es fast nur bei schwarzen oder dunkelblauen Produkten verwendet, wie die schwarzen Telefone oder die schwarzen Schalter. So, natürlich hier unten nicht vergessen, das reicht schon fürs Erste. So, dann könnt ihr das euch auf die Heizung vielleicht ein Zeitungspapier ausbreiten, damit das natürlich nicht die Heizung versifft wird. Und dann könnt ihr das auf die Heizung so stellen. Bitte nicht legen, stellen. So, weiter geht's mit den hier 47er Magazin.
Da machen wir es genau das gleich. Das habt ihr euch beim ersten Mal gezeigt. Deswegen werde ich euch das jetzt nicht zeigen, sondern dann die fertigen Teile. Bis gleich. So, nach der ersten Schicht sieht das Ganze so aus. Ich gehe mal kurz aus dem Licht. Hier ist das etwas dunkel. Das ist von der 74. Hier ist das RPK. Und hier hinten ist jetzt leider Gottes das dunklere Magazin. Das sieht man jetzt so nicht. Ich will es jetzt auch nicht anfassen. So eine halbe Stunde muss das jetzt trocknen. Ich habe die Heizung jetzt auf 3 aufgedreht. Die wird warm, weil wir jetzt bei uns fast Minusgrade haben. Nein, Spaß. Bei uns ist es aber ziemlich kalt. Deswegen, so wird es dann erstmal aussehen. Und dann sehen wir uns in den nächsten beiden Schritten wieder. So, jetzt ist die erste Schicht getrocknet. Dementsprechend sieht das jetzt so aus. Bei dem Magazin von E&L ist mir aufgefallen, dass eine einzelne dicke Schicht mehr bringt als mehrere dünne Schichten. Deswegen werde ich jetzt auch diese erste Schicht hier ordentlich tupfen. Und zwar so. Ordentlich was drauf machen. So, man sieht die Schicht noch gut, dass man noch quasi die Pinselstriche sieht. Das sieht dann halt aus wie gezogenes Kunststoff. So, dann ein bisschen so jetzt drauf tupfen. Jetzt hier hinten natürlich auch. Ich tupfe das ganz gerne, damit sich das ein bisschen noch unregelmäßiger kriegt. Wie gesagt, es gibt die in verschiedenen Formen und Farben. Bakelit ist niemals dieselbe Einheit von Mustern hintereinander. Deswegen kann man tupfen und experimentieren, wie man will, und man wird nie falsch liegen. Der Farbton ist genauso variabel, weil das immer nachdunkelt. Die haben nie die richtige, also nicht eine konstante Farbe benutzt, sondern immer eine abwechselnde Farbe, wie das halt früher in der Planwirtschaft so war. In der DDR gibt es zum Beispiel ganz bunte. Die haben da zum Beispiel sogar dazu noch Stofffasern eingearbeitet. Da kann man sogar noch welche sehen. Da haben sogar rote Stellen und so weiter und so fort. So, also einfach nur richtig schön eintupfen. Das wird dann noch ein bisschen heller werden, sobald das getrocknet hat. Entschuldigung für das Geschrei im Hintergrund. Mein Sohn mit seinen Freunden spielen. So. Das soll so aussehen. Das ist bei den E&L Magazinen, die werden ordentlich dunkel. Das gefällt mir. So, das werde ich jetzt noch ein bisschen Akzente setzen, indem ich noch ein bisschen mehr Farbe aufbringe, in Bergen quasi. Dass es auf manchen Stellen dunkler ist als auf anderen Stellen. So, das gefällt mir so. Jetzt wird das einmal zurückgestellt zum Trocknen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, das RPK-Magazin wird hier gezogen. Da habe ich jetzt aus Versehen vergessen, auf Play zu drücken. Aber ich habe noch ein Magazin, das mache ich auch mal eben für euch. Das zeige ich euch eben. So, jetzt ist das RPK-Magazin. Ich habe vergessen, vorhin auf Play zu drücken. Jetzt geht es weiter. Hier, so sieht das aus. Ist noch ganz schlicht und noch ziemlich hell, finde ich so nicht schick, aber könnte man schon fast so lassen. So, deswegen mache ich jetzt mit einem dicken Pinsel hier ein paar Spuren hin. Die waren ja vorher mit dem kleinen Pinsel, jetzt mache ich ein bisschen großen Pinsel, auch ein bisschen Kreise drehen. So, wenn da mal ein bisschen dicker bleibt, hier wie hier, ist das okay, würde ich auch so lassen. Man muss so ruhig den Farbunterschied sehen, weil jetzt die Magazine werden später so dunkel. Dann kann man ruhig den Unterschied sehen. So, hier auf dem Rücken auch so ein bisschen größer machen. Ich muss mich entschuldigen für meinen Sohn im Hintergrund, der hat Besuch, aber ich habe nur heute Zeit zum Aufnehmen. Deswegen muss das jetzt passieren. Dann sollen die ruhig Spaß haben.
So, jetzt weiter hier hinten. Mit einem großen Pinsel geht das viel schneller, also wenn man Masse machen sollte, wie ich, ist das schon vor Vorteil. Wenn ihr feine Linien haben wollt, dann müsst ihr halt einen feinen Pinsel nehmen. Ich bin aber mit den großen, ganz ehrlich, schon fast zufriedener als mit den kleinen. Der macht schon ein bisschen größere Spuren, ein bisschen größere Rillen. Das gefällt mir ganz gut so. So. Und hier nochmal ordentlich. Ich denke, bei dem werden wir nochmal drüber gehen müssen, über die Oberfläche. Da haben wir hier dreimal, weil sonst ist das ein bisschen zu wenig. Und ich stehe eher auf dunklere als auf die helleren. So, das wäre es jetzt. Das lege ich jetzt hin zum Trocknen. Und dann noch ein bisschen was in der. So, das war's. So, jetzt kommen wir zu den 47er Magazinen. Die mache ich jetzt auch so ein bisschen durcheinander, wüst. Und aber auch zum Schluss eine kleine Tupftechnik. Also erstmal ziehe ich ein paar Runden noch. Hier. So ein paar Linien mit dem gröberen Pinsel. Hier sieht man die ganzen, den feinen Pinsel runter und den oberen auch. Denn mein Hund ist hier am Ramon Abflug. So, zack, hier noch ordentlich einsauen, das ganze Zeug. Wie gesagt, je nach Geschmack, je mehr ihr das verwendet, desto dunkler wird es. Also ich mag es gerne dunkel, deswegen kommt dann eine Menge drauf. Aber bitte auch so tupfen, dass sie halt überstehend da bleiben. Von der Lasur, damit man quasi das Ganze richtig schön sehen kann, die Muster. Darum geht es ja eigentlich nur. Die Glasur muss auf jeden Fall richtig dickflüssig sein. Jetzt könnte ich hier so ein bisschen Tupftechnik nur dabei machen. So sieht das Ganze aus. Noch ein bisschen Tupftechnik, ein bisschen ziehen. Hier machen wir noch mal ein bisschen dicker drauf. Auch hier ein bisschen Zupf- und Ziehtechnik. So. So hier auch. Und das Ganze ist jetzt schon ein bisschen dunkler als das fertige. Aus dem Grund, weil es nochmal aufhellen wird. So. Das ist das fertige. Jetzt habe ich alle fertig gemacht. Jetzt werde ich die noch zum Trocknen bringen. Und wenn alles gut läuft, ich werde wahrscheinlich keine Schicht mehr drauf machen, außer bei den FBK-Magazinen. Aber das wird nur wieder getupft, so ein bisschen. Dann gezogen wurde ja zum Schluss nur leicht getupft. Und ihr könnt es auch so lassen, wie es ist. Ich zeige euch dann später in der Lackierkabine, wie es weitergeht. Bis später. Nach einem halben Break willkommen in meiner Lackierkabine. Ich habe jetzt die Magazine soweit mit der Lasur bestrichen und trocknen lassen. Die sind jetzt staubfrei und fettfrei, also kann ich so mit dem Clark rübergehen und versiegeln. Das werde ich jetzt tun, da wollte ich euch gerne mitnehmen. Ich zeige euch mal wie sie aussehen. Nehme ich euch kurz mal mit. So sieht das Ganze aus. Sorry, dass es blendet. Das ist hier ziemlich wichtig, dass es so starkes Licht gibt, damit man auch alles sehen kann. Normalerweise lackiere ich hier keine Gewehre, sondern Motorradteile. Ich gehe mal von der anderen Seite hier rüber. Kann man besser sehen dann. So. Und wieder zurück ins Stühleckchen mit euch. So. Zack. So, jetzt werde ich Folgendes tun. Ich ziehe mir meine Schutzausrüstung an und wir sehen uns gleich wieder. So, nicht vergessen, unbedingt den Lack eine Minute lang schütteln. Das habe ich schon bereits getan. Jetzt geht's ans Lackieren. So, die erste Schicht mache ich nur Nebellack drüber, dass das angenebelt ist. Weil ansonsten, wenn man sofort Decken lackiert, die da Läufer bekommen. Das wollen wir vermeiden.
So, das hat jetzt circa ein Viertel der Dose verbraucht. Jetzt lassen wir es eine halbe Stunde bis 20 Minuten abdampfen, damit es vernünftig sich verbinden kann. Und dann fangen wir mit den zwei deckenden Schichten an. Und ich mache jetzt erstmal die Absaugung an. Bis zum nächsten Mal. Bis gleich. So. So, jetzt kommt die zweite Schicht drauf. Also die erste ganze Schicht, aber an sich die zweite Schicht deckend. Ich möchte mich dafür entschuldigen, ich stand vorhin ziemlich nah an der Kamera, das sollte nicht passieren. Ich habe mir jetzt ein Kreuz auf dem Boden gemacht, wo ich stehen muss, damit man mich sieht. Ja, das nichtsdestotrotz, ich ziehe jetzt meine Sicherheitsausrüstung an, meine Maske und ja, wir sehen uns gleich wieder. Was ich noch davor sagen wollte ist, ich habe mich entschlossen jetzt mit der Absaugung zu lackieren, weil es wird mir einfach zu stickig hier drin, mit den Abgasen von den Sprühlack. Also wird es jetzt ein bisschen lauter für euch, das tut mir leid, aber safety first. So. So, jetzt brauchen wir die Schicht Decken drauf. Die erste deckende Schicht. Dabei ist zu achten, dass ich die Spülnebel immer überdecken. Das soll eine gleichförmige Sicht hat wie ein Spiegel. Wenn da jetzt Streifen sind, dann müsst ihr nochmal drüber gehen. Ebenfalls wichtig ist, dass man den Lack nicht zu dick aufträgt. Also wenn ihr euch das nicht so lange traut wie ich, auf ein Werkstück so lange zu bleiben mit dem Lack, dann bitte macht eine extra Schicht, also noch eine vierte Schicht. Okay? Also eine Nebelschicht, zwei deckende, und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr alle Punkte getroffen habt, dann noch eine. Okay? So, die Dose ist jetzt nur so voll.
absolut wichtig ist, wenn ihr lackiert, fängt ihr immer an zu sprühen vor dem Werkstück und hört auf zu sprühen hinter dem Werkstück. Quasi so. Das ist wichtig, damit man überall die gleichmäßige Lackdicht drauf hat. Und die zweite Sache, die mir wichtig ist. Wenn ihr sprüht, es steht in der Anleitung 25 cm, also so viel. Das Problem ist bei 1K-Lacken, die sind so voll mit Lösungsmitteln, dass wenn man aus dieser Entfernung sprüht, kommt das meiste schon trocken hier an. Also bekommt ihr kleine Luftbläschen im Klarlack. Somit bekommt ihr eine kleine Trübung der Pigmente. Das sollen wir vermeiden, deswegen gehe ich mit 1K-Lack maximal 10 cm entfernt vom Werkstück. So, die Dose ist leer. Die Dose ist leer. Wiederholen wir uns das zweite für die zweite Schicht nach dem Abdampfen der zweiten deckenden Schicht. Sprich, wir sehen uns in 10 Minuten bis 15 Minuten wieder, weil hier im Raum ist es 26 Grad. Das ist ziemlich schnell zum Trocknen. Also, wenn je nach Temperatur bei 20 Grad würde ich eine halbe Stunde warten, bei 26 bis 30, 15 Minuten reicht. So, wir kommen zurück mit der zweiten deckenden Schicht. So, die Teile sollen jetzt in Ruhe trocknen. Das wird jetzt circa 2-3 Stunden dauern, bis sie völlig ausgehärtet sind bei der Temperatur. Wir sehen uns später beim Zusammenbau.
So, nach einem harten Break wieder bei mir in der Küche, auf dem Küchentisch. Die Magazine sind ja soweit fertig lackiert. Ich habe die ersten schon zusammengebaut. Das heißt, die ersten alle zusammengebaut, bis auf eins. Das wollte ich euch gerne zeigen. So sehen die aus. FWK-Magazin. So. Ist ein bisschen viel Licht, ne? Ich schalte mal eben eine Lampe aus. Und die hier auch. So sehen die aus. Es ist jetzt ein bisschen dunkler, aber jetzt kommt es ein bisschen besser zur Geltung. So. Und hier kommen dann die 47er Magazine. Die sind so. Das sind die getupften alle. Das sind die gezogenen. Und so sehen die gezogenen 47er Magazine aus. So. Mal zur Seite packen. Ich zeige euch gerne, wie ihr das hier zusammenbauen müsst. Ich mache jetzt nur mal ein Magazin, weil die gehen alle gleich. Hier ist die Höhle, hier ist das Innenleben. Dann nehmt ihr das untere Plättchen, schiebt es von hinten drauf. So. Und ich bis hinten durchschieben. Dann packt ihr es also so rein. Und dann so. Müsst ihr aufpassen, dass sie hier hinten drüber gehen. So. Aber das tun sie jetzt nicht. Natürlich, klasse. Jetzt aber. So. Also ein bisschen hochheben, dass sie rüber gehen. Und das Einzige, woran die festgemacht werden, ist der Splint. Der geht ein bisschen schwer rein, weil der jetzt halt drinnen den Lack hat. Den Splint habe ich hier. Nehme ich mir einfach so. Dann nehme ich mir einen Splinttreiber. Klopfe es ein bisschen rein, damit es ein bisschen Stabilität bekommt. Setze den Splinttreiber an. So, und schreibe es ein. Von der anderen Seite kommt ein kleiner Lack-Film entgegen. Den nehmt ihr einfach ab und fertig ist das Teil. So schnell sind die Magazine zusammengebaut. So, dann zeige ich euch anhand der 47er, wie das aussehen kann. So, das ist jetzt das Getupfte. Das ist jetzt das Gezogene. Und das ist das Ausgangsprodukt. So, ich mache mal wieder die Lichter aus und hole euch ein bisschen ran. So, das ist der Unterschied. Mir gefällt diese Option am meisten. Die sieht auch ganz schön aus, aber ich mag es so. Ja, so sieht es halt aus. Der Unterschied, eigentlich könnte man so machen, von der Farbe her anordnen. So sieht das Ganze aus. Ja. Ich zeige euch mal eben das Ganze in eingebauten Zustand. So, packen wir mal eben die Magazine zur Seite wieder. Holen uns den 47er her. So, ich kriege es nicht ganz drauf. So, jetzt vielleicht. So sieht das Ganze aus mit dem Balakit-Optik. Also ich finde, es sieht echt geil aus. Wenn man das jetzt vergleicht zu der originalen Magazin, also Unterschied von Tag und Nacht, das passt viel besser zu der Knifte. Ja. Jetzt wird es noch, das nächste, was noch kommen wird, ist, dass der Griff hier noch in Malachit-Optik kommt. Da kommt, wird aber ein bisschen oranger gemacht, bisschen heller wie die Magazine und so, dass es auch von den Magazinen her passt, von der Optik her. Und dann bekommt er auch eine Balakit-Optik. Aber das ist ein Projekt für sich, das zeige ich euch sicherlich bei einem von meinen Videos. Da wird das Ding komplett zerlegt und Review. Ich habe einen Originalkarton dafür da. Das ist eine E&L AK MSUN. So, so sieht das Ganze aus bei einer 47er. Und so sieht das Ganze aus bei einer 74er. Ich habe jetzt keine 74er Magazine in Orange da. Deswegen werde ich jetzt einfach die 47er nehmen, die passen da jetzt rein. So, ist ebenfalls eine E&L. So, so ist das Ganze aus. Also, es passt jetzt nicht hundertprozentig. Die sehen auch nicht so schön aus in dem Gewehr. Ich kriege sie jetzt auch nicht mehr raus, doch jetzt gehe ich sie raus
Umdenken immer. So. Zack. Die sehen einfach viel schöner aus. Gefällt mir viel besser. Mit dem Lakit-Optik. Das war's. Ich mache euch noch mal kurz Licht an, dann könnt ihr das Ganze betrachten. So. Das Problem ist, das Licht blendet so sehr, dass ihr das hier halt nicht seht durch den feldglänzenden matten Lack. So. Ich muss die Kniffe noch sauber machen. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und ein bisschen Inspiration geben für eure Magazine. Und somit verabschiede ich mich bei euch. Schönen Abend.